Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem weiteren meiner Videos. Im heutigen Video soll es um eine Sache gehen, die dem ein oder anderen Administrator von Postgres oder auch MySQL Servern auf Azure in den nächsten ein bis anderthalb Jahren bevorstehen dürfte. Und zwar der Umzug von noch vorhandenen sogenannten Single Servern auf die Flexible Server. Nochmal zur Erinnerung, vor etwa einem Jahr hat Microsoft die Flexible Server eingeführt. Ich gehe gleich nochmal auf ein paar Vorteile ein und jetzt in den letzten Monaten dann auch die Deprecation Dates für die Single Server bekannt gegeben. Das heißt, da wird also irgendwann die Notwendigkeit kommen, wenn man sie nicht sowieso neu deployt, dann eine Migration durchzuführen. Und das möchte ich euch heute hier zeigen. Dazu springen wir als erstes mal in die Doku, weil ich dort ein paar kleine Aspekte fix mal hervorheben möchte. Den Link zu dem Doku-Artikel, den verlinke ich euch wie immer in der Videobeschreibung. Hier haben wir erstmal einen Artikel zum Thema Konzept der Migration. Dort ist nochmal ganz interessant die wesentlichen Gründe beschrieben, warum man umstellen sollte. Witzigerweise wird hier nicht explizit hervorgehoben, dass der alte Server halt einfach end of life und auch deprecated ist, beziehungsweise eben dann demnächst nicht mehr unterstützt werden wird von Microsoft. Man kann ihn heute schon nicht mehr übers Portal deployen. Das Deployment geht nur über PowerShell oder über Azure CLI oder solche Dinge. Das ist auch schon quasi der erste Step dahin, das Ganze so nach und nach aussterben zu lassen. Aus meiner Sicht ein ganz großer Vorteil ist, dass wir deutlich granularer wählen können, was Leistungsfähigkeit angeht. Das heißt, wir können zum einen mehr Leistung nach oben bekommen, wir können aber auch mit weniger Leistung unten starten. Mehr Leistung nach oben allein schon deswegen, weil das Ganze auf Linux oder auf Windows läuft, was natürlich wieder Kostenimpact hat, aber eben auch, weil wir unten raus mit B-Serie-Maschinen sehr günstigen Unterbau bekommen können, der das Ganze eben sehr attraktiv im Pricing machen kann, gerade bei Datenbanken, die jetzt vielleicht nicht 24/7 volle Leistung bieten müssen. Hier unten ist dann beschrieben, wie wir migrieren können. Es gibt zwei wesentliche Migrationsszenarien, eine Online- und eine Offline-Migration. Bei der Online-Migration gibt es einige starke Constraints und Caveats. Deswegen sagt Microsoft ja auch ganz klar, Offline-Migration ist empfohlen. Allerdings, der Name lässt es ja vermuten, Offline-Migration, es kommt hier zu einer Downtime. Das heißt, die Applikation oder die Applikationen, die mit der Datenbank verbunden sind, die werden für eine Zeit lang keinen Connect auf die Datenbank bekommen. Noch dazu, weil sich ja der Datenbank-Instanzname und damit der Connection-String im Rahmen der Migration ändern wird. Es gibt noch einen anderen Weg, die Online-Migration. Da wird eine Initialkopie gezogen und dann dauerhaft gesynkt und dann kann man quasi mit einem Cutover einfach den Connection-String umstellen. Dann geht natürlich für einen Moment die Verbindung verloren. Das ist logisch, wir stellen ja auch da auf eine andere Instanz um, aber die ist dann sofort da. Insofern ist hier die Downtime wirklich minimal. Sie ist nicht zero, aber sie ist minimal. Wie gesagt, ganz klare Empfehlung von Microsoft, Offline-Migration, es sei denn, es muss zwingend eine Online-Migration sein. Hier unten sind dann auch nochmal ein paar Pros und Cons abgebildet, welche Tools ihr einsetzen könnt. Da gibt es natürlich einmal das, was Microsoft selber anbietet im Portal, das Single-to-Flex-Migration-Tool, das zeige ich euch gleich in der Demo. Alternativ könnt ihr natürlich einfach nur einen Dump ziehen und den wiederherstellen oder man kann das auch mit dem Database Migration Service machen. Was ihr konkret nehmt, hängt ein kleines bisschen auch vom Wohlfühlfaktor ab, also welche Tools man schon kennt. Das ist auf jeden Fall der empfohlene Weg, dieses Single-to-Flex Migration Tool. Hier haben wir halt die Downtime, die können wir mit dem Database Migration Service etwas reduzieren. Allerdings ist das Setup hier deutlich aufwendiger und wir haben halt eben ja auch Limitierungen und so weiter. Also von daher, wenn ihr die Downtime in Kauf nehmen könnt, geht einfach diesen Weg. Das ist der stressfreiste Weg. Hier unten ist dann auch nochmal einiges beschrieben, wie das grob abläuft. Die einzelnen Schritte sozusagen, auch was hier sozusagen an Zeitbedarf zu erwarten ist, wir werden das auch gleich in der Demo sehen, das geht verhältnismäßig schnell. Und es gibt hier oben einen Hinweis, aus welcher Größe diese Zahlen stammen. Und da können wir sehen, das ist schon eine ganz ordentliche Datenbankgröße, wenn auch noch lange nicht das Größte, was so geht. Hier unten gibt es einige Beschreibungen nochmal, was da so eigentlich stattfindet, will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Was ich euch nochmal ganz kurz zeigen will, ist hier diesen zweiten Artikel, der eben beschreibt, wie man jetzt hier vorzugehen hat. Und das Interessante ist eben, die Migration setzt
grundsätzlich erstmal eine General Purpose oder Memory Optimized SKU voraus. Das heißt, wir können das nicht mit einer B-Serie machen, die Migration. Wir können aber nachträglich natürlich darauf umstellen. Der Punkt ist halt, dass die Rechenleistung für die Migration hier benötigt wird. Und dann ist hier eben beschrieben, wie das Ganze abläuft. Der Ausgangspunkt ist immer der neue Server, also der Flex-Server, auf den wir das migrieren wollen. Interessanterweise muss es gar nicht derjenige sein, es könnte ein beliebiger sein. Das werden wir auch gleich nochmal sehen. Das soll es schon mal zur Theorie gewesen sein. Wir gehen mal rüber ins Portal und dann schauen wir uns das Ganze auch nochmal praktisch an. So, ich habe jetzt hier aufgerufen einen Postgres Flexible Server, aktuellste Version. Der ist jetzt nur als 2-Core aufgesetzt. Offiziell sagt Microsoft ja, das sollte ein 4-Core sein. Es wird aber auch mit einem 2-Core funktionieren. Dennoch, wenn ihr euch an die Vorgaben halten wollt und im Rahmen des Supports euch bewegen wollt, verwendet halt eine 4-Kernmaschine Minimum. Wir finden dann hier links unter dem Bereich ganz oben, der hier keinen eigenen Namen trägt, den Punkt Migration. Dort kann ich jetzt die Migration anlegen. Achtung, ihr müsst natürlich sicherstellen, dass eine Kommunikation zwischen den Datenbanken auch funktioniert. Gerade wenn ihr mit Private Endpoints und sowas arbeitet, müssen die natürlich dann auch am selben Netz hängen und so weiter. Da müsst ihr natürlich darauf achten. Und auch beim Netzwerk, wenn ihr die Limitierungen da gesetzt habt, schaut, dass die beiden Datenbanken, also die beiden Datenbank-Server, miteinander sprechen können. Dann gehe ich hier oben rauf und sage, ich würde gerne eine Datenbank von Single Server migrieren. Die Migration braucht einen Namen. Ich nenne die einfach bloß Demo Migration. Ich habe hier drei Optionen. Validate, Migrate oder Validate and Migrate. Ne, also nur validieren, nur migrieren oder beides hintereinander. Ich mache erstmal die Validierung. Wir können jetzt hier gar nicht wählen, ob on oder offline. Hier geht nur der Offline-Weg. Für online ist wie gesagt ein bisschen mehr an Vorarbeit notwendig. Dann muss ich die Source wählen. Das ist jetzt hier schon vorgewählt, weil ich nur einen Single-Server habe, aber wenn ich mehrere hätte, könnte ich natürlich hier den entsprechend auswählen. Ich muss mich hier einmal authentifizieren gegen die Datenbank. Dann kann ich den Zielserver wählen. Auch hier gilt, wir könnten einen anderen wählen. Deswegen sagte ich gerade, es muss gar nicht derjenige sein, wo ich die Migration starte, der auch nachher das Ziel ist, weil wir es hier nochmal ändern könnten. Auch hier muss ich mich natürlich entsprechend authentifizieren. Und dann kriege ich eine Liste der Datenbanken geladen, die ich migrieren könnte. Da kommt hier eine Summary, halt, ich will mal den Namen fix ändern. Das ist nämlich in Wirklichkeit eine Demo Validation. Und dann lassen wir das Ganze einmal kurz laufen. So, die Validierung ist jetzt abgeschlossen. Status ist Succeeded, Migration Details completed. Wir können jetzt hier einmal reingucken und da sehen wir, hier ist alles grün. Das heißt, die Migration wird voraussichtlich funktionieren. Das Ganze hat jetzt 33 Sekunden gedauert, beziehungsweise die eigentliche Validierung der eingewählten Datenbank sogar nur 4 Sekunden drumherum. Das dauert halt einen kleinen Moment natürlich. Ähnlich schnell vergeht auch die Migration. Das wollen wir uns auch nochmal fix angucken. Halt, hier wollen wir nicht hin. Flex. Die Migration. Gleiches Spiel nochmal. Hier kommt jetzt halt eben nur Thema Migration rein. Und wir machen jetzt eben Migrate, wir bleiben bei Offline, es ändert sich im Grunde an den ganzen restlichen Parametern nichts. Wir wählen wieder die Datenbank und schicken das Ganze los. Dauert auch ja, höchstens eine Minute, würde ich mal sagen. So, die Migration ist auch abgeschlossen. Können wir ebenfalls hier reingucken. Können wir sehen, hätte 16 Sekunden gedauert. Das Portal oder generell der ganze Prozess insgesamt dauert etwas länger. Einfach weil das natürlich eingereiht wird, wie nahezu jede andere Azure-Operation auch. Aber die Migration selbst ging hier unglaublich schnell. Ist aber auch halt wirklich eine Mini-Datenbank. Aber wir können jetzt hier sehen, unter Databases Migration Demo, da ist er. Es wurde jetzt erfolgreich migriert und wir könnten uns natürlich da jetzt auch entsprechend mit verbinden. Ja, was wir natürlich jetzt auch wieder tun können, ist auf Burstable zurückwechseln, wenn wir das vorher hochgedreht haben. Wie gesagt, das geht
Also diese Migration kann man nicht in Burstable starten. Ich blende euch gerade nochmal einen Screenshot ein, wie das aussieht, wenn man das sonst versuchen würde. Aber nachträglich zurückstellen auf Burstable ist natürlich überhaupt kein Problem, sodass ich dann also auch wieder von der kleineren SKU und damit den geringeren Kosten auch profitieren kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo hat es denn jetzt bei der Migration eigentlich die Unterbrechung gegeben, wenn das eine Offline-Migration ist? Naja, streng genommen hat es die gar nicht gegeben. Das Problem ist, die Applikation kann nicht weiter mit der alten Datenbank verbunden bleiben zu dem Moment, wo ich die Migration starte, weil ja dann das Risiko besteht, dass dort Daten weiterhin geändert werden und es dann quasi zu Inkonsistenzen in der Datenbank oder noch viel schlimmer zwischen der Datenbank und einem anderen System kommt, also irgendwie ein Filesystem zum Beispiel. Deswegen muss ich quasi die Applikation vor dem Beginn der Migration an der Datenbank beenden oder an der Datenbank einfach den Netzzugang zur Applikation zumachen, sodass eben wirklich sichergestellt ist, dass keine weiteren Änderungen an der Datenbank erfolgen. Und dadurch kommt es eben zu der Verbindungsunterbrechung. Ja, und danach stelle ich eben wieder auf der Zieldatenbank die Verbindung wieder her. Und in der Zwischenzeit, also im Grunde kurz vor Beginn der Migration bis Abschluss der Migration und Umstellung auf den neuen Connection String, habe ich halt eben eine Unterbrechung für die Applikation. Gut, das soll es zu dem Thema auch schon gewesen sein. Wenn es dazu Fragen gibt, packt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne den Like da. Und wenn ihr den Kanal bisher noch nicht abonniert habt, dann holt das gern noch nach. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.